Es ist für mich so wieder natürlich geworden, das zu essen. Ich habe einfach mehr Energie. Ich habe das Gefühl, dass mir mein Leben leichter fällt. Ich hatte zwischendrin einen Rückfall und habe wieder angefangen, tierische Produkte zu essen und bin jetzt aber zum Vegansein zurückgekehrt, weil es mir persönlich, unabhängig davon, dass wegen mir kein Tier leidet, es einfach besser geht. Ich habe weniger schlechte Laune, ich bin ausgeglichener, ich schlafe besser, meine Träume sind besser und ich habe eine bessere Haut. Eine Freundin hat mich inspiriert durch ein Buch. Es war ein Buch über Veganismus. Ich las das am Anfang und dachte so, das ist ja völlig unumsetzbar. Wie soll ich das umsetzen? Ich reise viel, ich sitze in Flugzeugen, ich komme aus einer kroatischen Familie und dachte, okay, ich versuche es einfach mal. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und je mehr Peter-Videos ich angeschaut habe, wie die Tiere eigentlich leben, weil das habe ich vorher einfach auch ignoriert. Also ich bin nie damit in Berührung gekommen, desto mehr wurde mir klar, ich kann eigentlich nicht mehr zurück. Also ich kann es nicht mehr. Ich kann dieses Tier nicht mehr essen und weiß, wie es gelebt hat. Und ich glaube, ich bin ganzheitlicher geworden mit der Welt. Also es ist auch was Spirituelles. Mein Name ist Mimi Fiedler. Vegan zu werden ist ganz einfach. Probieren Sie es aus. veganstadt.de